Hallo zu einem neuen Video. Wir sehen uns heute an, wie du schnell und einfach die Farbe eines Arbeitsblattes in Microsoft Excel ändern kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und jetzt starten wir los. Standardmäßig haben alle Arbeitsblätter in Excel die gleiche Farbe. Weiß, wie hier zu sehen, wenn es aktiv ist, und grau für alle nicht aktiven Registerkarten. Wer viel mit Registerkarten arbeitet, findet es nützlich, einem Registerblatt eine bestimmte Farbe zuzuweisen. Das kann nützlich sein, um die Gruppierung ähnlicher Registerkarten anzuzeigen. Zum Beispiel können alle Registerkarten für ein bestimmtes Jahr oder über ein bestimmtes Produkt in derselben Farbe angezeigt werden. Es ist auch nützlich, bestimmte Registerkarten wie Berichts- oder Dashboards-Registerkarten farblich hervorzuheben. Nun, wie ändert man nun die Farbe einer Registerkarte? Dazu habe ich 5 Registerkarten vorbereitet und werde nun in Registerblatt Tabelle 5 die Farbe ändern. Dazu selektiere ich diese mit einem Klick und führe dann einen Rechtsklick aus. Anschließend erhalte ich nun dieses Menü und darin befindet sich die Registerfarbe. In dieser Registerfarbe kann ich dann meine gewünschte Farbe auswählen. Ich wähle die knallige Farbe Rot. Und wie man sehen kann, ist nun zu unterscheiden, wenn es aktiv ist, erhalte ich einen Farbverlauf in der ausgewählten Farbe und die Intensität der Farbe verringert sich. Wenn das Registerblatt nicht aktiv ist, wie hier, nun ist das Registerblatt Tabelle 4 aktiv, sehe ich nun diese Tabelle 5, diese Registerkarte in voller und knalliger Farbe Rot. Falls du eine andere Farbe verwenden möchtest, eine andere als die bereits in den Optionen angezeigt wurde, führe ich das nochmal aus mit einem Rechtsklick Registerfarbe, dann gibt es im Menü weitere Farben, eine große Auswahl weiterer Farben und kann dort auch unter Benutzer definiert ein unterschiedliches Farbmodell auswählen, aber auch über Hexcode eine ganz bestimmte Farbe auswählen oder beziehungsweise angeben. Ein weiterer Hinweis, wenn man nicht über diesen Rechtsklick die Farbe ändern möchte, so gibt es auch im Menü unter Start im Bereich der Zellen den Punkt Format, kann dort die Registerfarbe analog ändern. Wie ihr seht, gibt es dann 2 Möglichkeiten, um eine Farbe zu ändern. Sehen wir uns noch zu guter Letzt an, wenn ich mehrere Arbeitsblätter dieselbe Farbe vergeben möchte. Dazu muss ich alle Arbeitsblätter selektieren. Das kann ich mit Steuerung und Klick auf die jeweiligen Arbeitsblätter durchführen. Nun sind alle Registerkarten aktiv und wenn ich nun einen Rechtsklick durchführe, kann ich unter Registerfarben die Farbe Grün angeben und habe nun mit einem Klick alle 5 Registerkarten die Farbe geändert. Möchte man die Farbe zurücksetzen, so kann ich das wieder mit einem Rechtsklick Registerfarbe und auf keine Farbe einstellen und erhalte dann für dieses Arbeitsblatt die Standardeinstellung bzw. die Farbe Grau, wenn es nicht aktiv ist. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen Varianten die Farbe einer Registerkarte ändern. Falls du Fragen dazu hast, dann lass uns einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg!